Liebe Brüder und Schwestern, seit den Anfängen der Kirche wurde die Kirche konfrontiert mit schwierigen Situationen. Seit den Anfängen der Kirche haben die Christen sich gerne an diesem Evangelium gestärkt. Warum? Dieses Evangelium ist wirklich passiert, als Jesus da auf diesem See von Tiberias war und sie wollten auf die andere Seite. Die andere Seite, das war die Dekapolis, so ein 10-Städte-Verbund. Das waren Heiden. Die Menschen haben nicht an Gott geglaubt. Aber Jesus hat gesagt, wir fahren jetzt dahin. Das heißt, etwas Neues sollte beginnen. Auch die Menschen, die Gott noch nicht kannten, sie sollten Gott kennenlernen. Und die, die im Finstern saßen, sie sahen ein helles Licht. So wird beschrieben im Propheten Jesaja und so ist es auch am Anfang bei Markus, glaube ich, steht geschrieben, dass diese Städte jetzt ein helles Licht sehen sollen. Aber jetzt kommt ein Sturm. Jetzt kommt Gefahr. Und wir sehen und wir haben gelesen, wie die Wellen in das Boot hineinschwappen. Es ist so, als ob sich da etwas wehren möchte gegen das Neue, als ob sich etwas wehren möchte gegen das Licht, gegen das Heilige, gegen den Heiligen. Wir wissen, wer du bist, hat in Kapharnaum schon ein unreiner Geist geschrien. Du bist Jesus, der Sohn des Höchsten. Die Dämonen haben Jesus erkannt. Klammer auf, wann habt ihr in eurer Kindheit, Jugend, als Erwachsene eine Predigt über dämonische Kräfte und Mächte gehört? Fragezeichen, Klammer zu. Liebe Brüder und Schwestern, viele, auch in Theologie, habe ich nichts davon gehört. Man hat höchstens gesagt, das war irgendeine Krankheit oder irgendetwas und man hat es dann irgendwie medizinisch versucht zu erklären. Noch einmal, Klammer zu. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus spricht davon und sein Kampf, wenn er kommt, auch heute noch, wenn er kommt, ist es immer das Reich Gottes, das er verkündet. Mit jedem Evangelium kommt das Reich Gottes. Und da, wo Reich Gottes verkündet wird und wo Wahrheit verkündet wird, da stößt man auf Widerstand. Da werden Reaktionen kommen. Und da werden Menschen aufstehen und sagen, nein, so möchten wir das nicht, aber auch so nicht. Das kann man so nicht mehr sehen. Und man sagt, ja, jeder hat seine Meinung. Liebe Brüder und Schwestern, glauben wir daran, oder glaubst du daran, dass der Mensch sich auch manipulieren lässt? Und wie viel Manipulation hat es in den letzten Jahrzehnten gegeben? Und da war nämlich so ein großer Widerstand, so Stürme und Wellen gegen die Kirche gekommen. Einige von diesen Wellen, die gegen die Kirche gekommen sind, die sind mit Recht gekommen. Ich schneide es nur kurz an. Und das sind alle diese Missbrauchswellen. Und die müssen aufgearbeitet werden, die müssen bereut und die müssen gesühnt werden. Das ist nicht richtig. Da haben sich auch Menschen aus der Kirche manipulieren lassen. Und sie haben manipuliert. Liebe Brüder und Schwestern, da ist auch das Böse am Werk. Und auch der Böse, den wir gar nicht gerne erwähnen möchten, es gibt ihn. Und wisst ihr was? Wir als Kirche, wir ziehen uns gerne zurück und haben Angst, weil es dieses Unrecht gab und weil wir dann schon in unserem Hinterkopf sagen oder denken, ja, wenn wir jetzt etwas sagen über die Ehe, über Mann und Frau und über Sexualität und wie es richtig sein soll, dann wird man uns sagen, ja, ihr sollt zuerst vor eurer eigenen Tür mal aufräumen und kehren. Und so möchte der Feind, er möchte die Kirche knebeln. Er möchte nicht, dass wir das Reich Gottes verkünden.
aus Angst oder Scham. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht richtig. Es braucht Treue, es braucht Umkehr, es braucht Aufarbeitung, das stimmt. Aber soll die Kirche deswegen nicht mehr den verkündigen, der die Wahrheit ist, den verkündigen, der alle Verletzungen, alle Wunden heilt, der alle Schuld auf sich genommen hat, sollten wir deswegen schweigen? Es ist Zeit, dass wir sprechen. Und es ist Zeit, dass wir die Wahrheit verkünden, dass wir Jesus Christus verkünden, dass er in den Mittelpunkt rückt und dass wir uns von ihm die Wahrheit sagen lassen und dass wir sein Erbarmen suchen. Gestern haben wir gehört, glaube ich, im Evangelium, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere, ja auch Vergebung, Heil, Heilung, wird euch dazu gegeben. Das muss man auch in dem Kontext sehen. Die Jünger sind in ihrem Boot unterwegs. Die Kirche ist in ihrem Boot unterwegs. Und die Kirche, sie verkündet Jesus Christus. Und manchmal haben wir den Eindruck, es ist so schlimm, was jetzt auf die Kirche zukommt, dass das Wasser, dass die Wellen in unser Boot hineinschlagen und dass es untergeht. Dass es untergeht. Diese Angst besteht. Und viele haben diese Angst. Und aus Angst vor dem Untergehen versuchen wir dann nicht mehr zu kämpfen. Wir versuchen, uns mit der Welt anzugleichen, damit wir auf demselben Niveau sind. Als Jesus mit seinen Jüngern im Boot unterwegs war, zu der Dekapolis, da war der Sturm sehr groß. Und es gibt eine Erklärung dafür. Weil auf der anderen Seite die erste Begegnung war ein Besessener und der hatte eine Legion von Dämonen, trug er in sich. Und als Jesus gekommen ist, hat dieser Mann diese Legion geschrieben: Was haben wir mit dir zu tun? Warum kommst du uns schon vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen werden gequält und manche Reaktion auf die Wahrheit, auch heute, damit werden Dämonen gequält. Ja, es werden auch Gewissen gequält. Es werden Gewissen geweckt. Und der Mensch, die Menschen, die das Wort Gottes hören, sie stehen oft in einem Kampf und sind zerrissen. Sie wollen das eine und sie können es nicht richtig. Und das, was sie nicht wollen, das tun sie. Paulus hat es gesagt. Liebe Brüder und Schwestern, was tun die Jünger? Die Jünger sehen, dass Jesus schläft und haben den Eindruck, Jesus ist überhaupt nicht da, interessiert sich nicht für uns. Ist es nicht oft auch so in unserer Kirche, dass wir sagen, Jesus, wo bist du? Jetzt müsste doch etwas geschehen. Jetzt müsstest du doch endlich aufstehen, Jesus. Und du müsstest jetzt all diesen Stürmen gebieten. Du müsstest wiederkommen und die Wahrheit verkünden. Jesus steht auf im Evangelium. Und er droht dem Wind und sagt zu dem See, schweig. Und das ist interessant, was Jesus tut und was er sagt. Es ist genauso wie bei allen anderen Dämonenaustreibungen. Jesus tadelt, heißt es im Griechischen. Er befiehlt diesen Dämonen, er spricht mit ihnen. Hier spricht jetzt zum See, als ob es ein Dämon ist. Er befiehlt, sei ruhig, schweig. Liebe Brüder und Schwestern, die dämonischen Mächte können schon einen Sturm, auch einen realen Sturm auslösen. Das gibt es. Wer ein bisschen in Seelsorge vertraut ist, der weiß es. Der weiß, dass es diese Kräfte gibt. Man kann sie nicht ganz genau beweisen. Aber manchmal fragt man sich doch, warum kommt jetzt dieses oder jenes? Der heilige Pfarrer von Ars, der Patron von uns Priestern. Wenn jemand kommen sollte, ein großer Fisch, hat er gesagt, zur Beichte, also ein großer Sünder, dann hatte er die Nacht vor diesem Besuch
dann hat es in seiner Wohnung alles alle möglichen komischen Manifestationen von Geräuschen bis hin zu Feuer an seinem Bett gegeben. Und ein junger, starker Mann aus dem Dorf hat gesagt, ich werde unseren Pfarrer verteidigen. Und er ist gekommen, hat ein Gewehr dabei gehabt. Das Gewehr steht heute noch am Bett des heiligen Pfarrers von Ass. Aber als der Feind angefangen hat, den Pfarrer von Ass zu entmutigen und mit Geräuschen, mit allem Möglichen anzugreifen, da hat dieser André Verscher, hat er geheißen, ist er schnell weggelaufen, Flinte liegen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, sind wir die, die die Flinte ins Korn werfen, oder wer sind wir? Was sagt Jesus zu den Jüngern? Und das muss uns jetzt eine Herausforderung sein. Und er sagt zu ihnen, hier haben wir die Soft-Version aus der Einheitsübersetzung. Hier steht, Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? In Griechisch steht nicht, warum habt ihr solche Angst? Warum seid ihr so feige? Das ist was ganz anderes. Wer feige ist, hat auch Angst, das stimmt. Warum seid ihr so feige? Du Kirche, warum bist du so feige und du trittst nicht diesen Stürmen und diesen dämonischen Mächten und Kräften entgegen und warum gebietest du nicht ihnen? Jesus hat ihnen gesagt, als er sie hinausgeschickt hat, ich habe euch Macht gegeben über böse Mächte und Kräfte. Ich habe euch Auftrag gegeben, Kranke zu heilen. Haben wir das, haben die Jünger das alles vergessen? Haben wir als Kirche das vergessen? Und diese Wellen, die jetzt in unser Boot schlagen, auch mit all diesen synodalen Wegen, wo alle möglichen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Kompromisse mit der Welt in die Kirche hineinschlagen möchte und wo man vieles erlauben möchte und wo man den Leuten irgendwie entgegenkommen möchte mit Dingen, die Gott nicht gefallen, haben wir innerhalb der Kirche als Priester, als Getaufte, innerhalb der Kirche den Mut, Bischöfen, Priestern, Kardinälen zu sagen, was die Wahrheit ist. Gestern habe ich gelesen oder vorgestern habe ich gehört von einer mutigen Frau, die in einer anglikanischen Synode aufgestanden ist während einer Versammlung und hat den Bischof an das Evangelium erinnert. Sie hat es in Liebe gesagt, aber auch in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit. Warum seid ihr so feige? Liebe Brüder und Schwestern, es ist Zeit, dass wir unsere Feigheit überwinden. Ich möchte nur ein letztes sagen. Im Ausland habe ich vor 2-3 Monaten gepredigt und ich habe dann auch zu dieser Aktion, die konzertiert war, die organisiert war von BDKJ und von anderen in Deutschland, wo es dann darum ging, um die Segnung von Homosexuellen. Gott ist Liebe, Gott liebt jemand, Gott diskriminiert niemand. Ich habe da klare Stellung genommen und das dann auch klargestellt, was Wort Gottes ist und was nicht von Gott kommt. Einige oder mehrere sind aufgestanden und haben die Kirche verlassen. Und wie sie das nachher passiert ist, es kamen welche, die haben dann mich attackiert. Okay, das ist in Ordnung, das dürfen sie tun. Aber es sind auch einige gekommen. Und da habe ich etwas verstanden. Einige, die haben gesagt, Herr Pfarrer, Sie haben uns aus den Herzen gesprochen. Sie haben es gewagt, Dinge beim Namen zu nennen und die Wahrheit zu sagen. Und wie viele gibt es in unseren Reihen, die darauf warten, dass jemand aufsteht und ohne Angst und ohne Feigheit die Wahrheit sagt? Aber ich lade auch euch ein, die vielleicht nicht die großen Rhetoriker, Redner oder so weiter seid, habt
keine Angst, seid nicht frei. Es gibt noch mehr, die an die Wahrheit glauben, die die Wahrheit unterstützen wollen. Bist du auch eine Auferstehung? Stehst du mit Jesus auf und bist du bereit, die Wahrheit zu sagen? Liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium von heute ist ein klarer Auftrag Jesu an uns alle, dass wir uns zu ihm stellen und uns von ihm führen, stärken und leiten lassen, nicht nur für uns, sondern auch für die vielen, die Hilfe suchen und Hilfe brauchen. Und ich bin mir bewusst, es gibt sehr starke Lobbys, die gegen die Kirche arbeiten. Aber auch die Pforten der Hölle, hat Jesus zu Petrus gesagt, werden die Kirche nicht überwinden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.